nur ein menschlicher Flyer. So haben wir das früher immer genannt, fleischgewordener Flyer. Fachidiot schlägt Kunde tot. Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Du möchtest der Liebling deiner Kunden werden? Dann lehn dich zurück und freu dich auf jede Menge Inspiration und Insights rund um die Themen Verkauf und Kommunikation. Heute schauen wir uns an, welche Ziele es in einem Verkaufsgespräch gibt. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Uwe, es gibt doch nur ein Ziel im Verkaufsgespräch, verkaufen. Ja, das ist dein Primärziel, denn damit verdienst du Geld. Aber damit du dieses Ziel verkaufen auch maximal gut erreichst, gibt es noch ein paar andere Ziele. Und wenn du diese Ziele in deinem Verkaufsgespräch auch erreichst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Abschluss machst, erheblich. Und deswegen lass uns die einmal anschauen, denn diese Ziele helfen dir auch dabei, ohne Druck in ein Verkaufsgespräch zu gehen. Wir alle wissen, wenn man verkaufen muss, dann merkt der Kunde das. Du fühlst dich dabei nicht wohl. Und deswegen ist es ebenfalls gut, wenn du diese 5 Ziele auch kennst. Und das erste Ziel ist Freundschaft schließen. Mach dir deinen Kunden zum Freund, bau Vertrauen auf, nimm dir bei Verkaufsdruck einfach vor, ein schönes und angenehmes Gespräch zu führen. Und wenn du dir vornimmst, ich führe heute einfach ein paar schöne Gespräche, dann kommst du leichter zum Abschluss, weil du einfach ja mit netten Menschen dich unterhältst. Und ja, nicht mit jedem Menschen klappt das, dass man Freundschaft schließt. Aber es ist extrem wichtig, dass du am Anfang eines Gespräches, egal ob das am Telefon ist oder ob das face-to-face stattfindet, eine vertrauensvolle Basis aufbaust. Das heißt also durch gezielte Fragen stellen, mit dem Kunden ein bisschen Smalltalk führen und. All das sind so Punkte, die du mitnehmen kannst. Also Ziel Nummer 1 ist immer Freundschaft schließen, ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen. Ziel Nummer 2 ist, Bedürfnisse, Wünsche oder Probleme deines Kunden zu kennen, also sie zu ermitteln. Denn nachdem du Vertrauen aufgebaut hast und dein Kunde dein Freund ist, solltest du natürlich wissen, aus welchem Grund dein Kunde dein Produkt oder deine Dienstleistung kaufen sollte. Und das ist ja ganz klar. Wenn du diesen Grund nicht kennst, dann bist du tatsächlich, wenn du dein Produkt vorstellst, nur ein menschlicher Flyer. So haben wir das früher immer genannt, fleischgewordener Flyer. Fachidiot schlägt Kunde tot. Und das sind Verkäuferinnen und Verkäufer, die die ganzen Produktmerkmale nennen. Also alles, was ein Produkt an Merkmalen hat, das schießen die dann raus und überladen den Kunden dann. Und der Kunde wird dann meistens am Ende des Gesprächs sagen, das muss ich mir überlegen, weil er einfach zu viel Information bekommen hat. Und was meine ich damit, wenn du die Bedürfnisse, die Wünsche oder vielleicht sogar Probleme deines Kunden kennst? Stell gezielte Fragen am Anfang eines Gesprächs, wenn du das noch nicht weißt. Bei uns ist es so, dass unser Online-Formular, wenn man sich für ein Beratungsgespräch einträgt, schon genau diese Fragen beinhaltet. Also was ist gerade deine größte Herausforderung? Was ist dein größter Wunsch? Wie stellst du dir ein Coaching vor? Als Beispiel, das sind so Fragen, die wir gerne stellen. Warum? Wir wollen natürlich wissen, was unsere Kunden für eine Herausforderung haben. Warum kommen sie zu uns? Weil wenn ich das weiß, kann ich auch prüfen, okay, bin ich überhaupt der Richtige? Kann ich diesem Kunden helfen? Und wenn ich ihm helfen kann, dann kann ich natürlich sein Bedürfnis, seinen Wunsch direkt auch ansprechen. Wenn du verkaufen lernen möchtest, maximal gut, und kommst bei mir ins Coaching, dann muss ich ja wissen, warum möchtest du gerne verkaufen lernen? Was ist dein größter Wunsch im Leben? Also was sind die Beweggründe? Warum willst du am Ende des Tages ein Top-Verkäufer sein? Denn einfach nur zu sagen, ja, ich will einfach verkaufen können, da gibt es ja noch viel mehr Hintergründe. Es gibt ja immer einen Grund, der dazu führt, dass du das tust, was du tust. Und das möchte ich gerne wissen, damit ich sehen kann, okay, wie können wir gemeinsam dieses Ziel erreichen? Wie kann ich dir vielleicht ja deinen Wunsch auch erfüllen, wenn du dir zum Beispiel sagst, ich möchte auch gerne selbstbestimmt und frei leben, ich möchte mich selbstständig machen, was auch immer es ist. Und da muss ich ja wissen, okay, bin ich überhaupt der richtige Mann dafür, für den Job? Und das solltest du bei dir auch tun, egal was du verkaufst, egal welches Produkt oder welche Dienstleistung du hast. Finde heraus, was ist das Problem deines Kunden und wie kannst du ihm helfen, was ist sein größter Wunsch? Und erst wenn du das weißt, dann präsentierst du dein Produkt, nicht vorher. Ziel Nummer 3, und da sind wir beim Stichwort, ist natürlich verkaufen.
erst als dein drittes Ziel folgt der eigentliche Verkauf. Ja, hast du die ersten beiden Ziele erreicht, dann wird dir das sehr, sehr einfacher gelingen, als wenn du das weglässt. Und wird dir das immer gelingen? Nein, ist bei mir auch nicht so. Selbst wenn du Freundschaft geschlossen hast, selbst wenn du Vertrauen aufgebaut hast, selbst wenn du die Bedürfnisse des Kunden kennst, wenn du seine Wünsche kennst, wenn du seine Probleme kennst, was auch immer, und sogar wenn deine Lösung perfekt zu diesen Herausforderungen passt, die der Kunde hat, oder zu den Wünschen, die der Kunde hat, passt, dann wird es passieren, dass du den Kunden trotzdem nicht immer schreibst. Es gibt keine 100%. Es gibt 80-90%, so wie bei uns, wenn du weißt, wie du das machst. Aber auch da haben wir 10-20%, die eben nicht kaufen. Und das ist auch völlig okay. Aber wenn Ziel 1, 2 und 3 nicht funktioniert haben, es gibt noch zwei weitere Ziele, die du erfüllen solltest, selbst wenn dein Kunde nicht gekauft hat. Und Ziel Nummer 4 ist es, dass du dir deine gute Laune bewahrst. Gute Laune ist nämlich dein Grundkapital. Und du solltest dir deine gute Laune und deinen Schlaf auch so gut als möglich bewahren, auch dann und vor allem dann, wenn der Kunde mal nicht gekauft hat. Warum ist das so wichtig? Stell dir doch mal vor, du führst 3-4 Verkaufsgespräche hintereinander. Ja? Und 3-4 Kunden haben nur deine Zeit gekostet. Also du hast sie nicht aufschreiben können, weil ja irgendwas hat nicht funktioniert, irgendwie wart ihr euch nicht einig, es war zu teuer für den Kunden, was auch immer, es hat nicht geklappt. So, jetzt lässt du dir natürlich nach 4 misslungenen Verkaufsgesprächen vielleicht deine gute Laune nehmen, und wenn dann dein 5. Verkaufsgespräch drankommt, dann bist du schlecht gelaunt und der 5. Kunde hätte vielleicht gekauft, aber du kannst ihn nicht aufschreiben, weil du die 4 ersten als Altlast quasi mit dir rumgeschleppt hast. Und deswegen ist es wichtig, bewahre deine gute Laune, vor allem auch dann, wenn dein Kunde nicht gekauft hat. Und dafür gibt es einen ganz, ganz speziellen Trick, wie man das macht. Den verrate ich dir später in diesem Coaching noch, denn dann schaffst du es, deine gute Laune bei jedem Kunden gleich zu bewahren, auch wenn mal wirklich ein Kunde dabei ist, der so, ja, so ein gute Laune-Räuber ist, als Beispiel. Selbst dann bist du danach noch gut gelaunt. Wie das funktioniert, zu späterem Zeitpunkt. Ziel Nummer 5 ist es, dass du aus jedem Gespräch etwas mitnimmst, dass du was lernst und daran auch wächst. Also egal, wie das Gespräch verlief, es gibt ja immer etwas, das du mitnehmen kannst, an dem du lernen und wachsen kannst. Und dazu gibt es eine schöne Frage, die möchte ich dir in einem der nächsten Kapitel vorstellen. Und mit dieser Frage lernst du und bleibst auch motiviert. Also lass uns nochmal die Ziele im Verkaufsgespräch durchgehen. Ziel Nummer 1 ist Freundschaft schließen. Ziel Nummer 2 ist, dass du die Bedürfnisse, die Wünsche oder auch Probleme deines Kunden genau kennst. Je besser du sie kennst, umso besser. Und wenn du sie besser kennst als dein Kunde, noch besser. Und Ziel Nummer 3 ist es, dass du ja was verkaufst. Wird das immer gelingen, habe ich dir gesagt? Nein, wird nicht immer gelingen. Aber deine Chancen steigen, wenn du Ziel 1 und 2 gut beherzigst. Als 4. Ziel ist, dass du deine gute Laune bewahrst. Selbst dann, wenn es vielleicht mal in Reihe oder in Serie ein paar Kundengespräche gab, die dir nicht so gut gefallen haben. Und als Ziel Nummer 5 ist, dass du aus jedem Gespräch etwas mitnimmst und dazulernst. Warum hat ein Kunde gekauft? Warum hat ein Kunde nicht gekauft? Was kannst du beim nächsten Mal vielleicht besser machen? Und deswegen ist es zum Beispiel auch wichtig, dass man ein Sales-Skript hat. Denn wenn man da sieht, es funktionieren bestimmte Dinge nicht, dann kann man die abstellen. Hat man kein Sales-Skript, dann hat man auch keinen Plan. Bis dahin alles Gute, dein Uwe. Das war Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann folge und bewerte uns sehr gerne. Vielen Dank.